Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu diesem kleinen Missionsguide für Escape from Tarkov. Heute zeige ich euch die Quest Delivery from the Past, die ihr von Prepper erhaltet. Für diese Quest müsst ihr nach Customs. Hier befindet sich im Osten am Fluss eine große rote Halle. In dieser großen Halle befindet sich oben ein Office-Bereich, für den ihr einen Schlüssel benötigt. Wenn ihr Glück habt, haben euch andere Spieler schon den Raum geöffnet. Oder einer eurer Freunde besitzt den Key, um diesen Bereich zu öffnen. Solltet ihr selber den Raum öffnen wollen, so benötigt ihr den Tarkon Director's Office Key. Den könnt ihr entweder bei Therapist ertraden, in Jacken oder Scaffs finden oder mit Level 15 auf dem Flea Market kaufen. Sobald ihr in den Office-Bereich gelangen seid, egal wie, müsst ihr in den hinteren rechten Bereich. Hier befindet sich links unter dem Schreibtisch, der sich rechts im Raum befindet, das Docs Case 0022. Den müsst ihr looten und anschließend erfolgreich aus Customs extracten. Solltet ihr sterben, müsst ihr das Item erneut looten. Habt ihr es erfolgreich aus der Map geschafft, so müsst ihr als nächstes nach Factory. Solltet ihr vorhaben, vorher noch eine andere Map machen zu wollen, so schaut, dass ihr bei den Aufgaben euer Quest-Item in das Speziallager bzw. Versteck verstaut. In Factory müsst ihr in die Nähe des Gates 3. Hier befindet sich links über dem Gate der Pausenraum. Rennt am besten in den Raum rein, legt euch auf den Boden und drückt anschließend die Taste F. Nun wird er dieses Dockcase in diesem Raum verstauen. Dies dauert ungefähr 10 Sekunden und sobald ihr es erfolgreich geschafft habt, müsst ihr aus Factory extracten. Solltet ihr auf dem Weg sterben, ist das gar kein Problem. Euer Questfortschritt geht nicht verloren, ihr müsst nur irgendwann mal aus Factory extracten, um die Quest komplett abzuschließen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.